Ja, hi und herzlich willkommen zum neuen Video von der Spielpirat alias Spielpirat.de. Wir haben heute ein Unboxing für euch, und zwar den Spiral Fox. In der Takara-Tomy-Variante der Spiral Fox B145. Die Nummer ist, soweit ich weiß, nur bei Hasbro die richtige. Die BB-Nummer wurde so nicht vergeben von Hasbro, warum auch immer die Nummern komplett geändert haben. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass so viele Teile sich auch verändert haben. Die Ausnahme hier finde ich beim Spiral Fox, er ist so ziemlich gleich geblieben. Und wie wir sehen können, hier ein TR-145er Spintrack, mal was Neues, und eine W2D. Und ja, als Balance-Typ hier denke ich mal auch ganz gute Chancen. Spiral hat mir auch schon beim Spiral Capricorn mit der Metal Flit sehr gut gefallen, und ich bin mal gespannt, wie das ganze System hier funktionieren wird. Von den Sternen her ist der Energy Ring der Fox ein Angriffstyp eher mit 4 Angriffssternen, einer Verteidigung und 2 Ausdauer. Dann haben wir auch ein Fusion Wheel, was, ja, ich denke mal auch wie das Spiral Capricorn damals, mit 6 Sternen Angriff, einer Verteidigung und einer Ausdauer ist. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das hier schon sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass der ganze Bane Balance-Typ sein soll, aber egal. Im Spin-Track haben wir 3x Verteidigung und 2x Ausdauer. Und die Spitze ist natürlich auch sehr stark geprägt mit 4x Verteidigung und 3x Ausdauer. Also es gleicht irgendwie aus. Also ich finde eine 100% prozentuale Zuordnung zum Balance-Typ, nee, irgendwie, das geht nicht. Aber egal, wir werden schauen, was wir hier mit dem Chicken Base alles auf die Reihe kriegen. So, na, dann wollen wir doch mal Spiral Fox entlassen aus seiner Pappverpackung. Und gucken noch mal, was es hier so alles gibt. Guckt mal hier. Den Code zeige ich euch gleich, dann ist er weg. Ja, viel Spaß damit. Hier die Anleitung, die ist wieder größer als ein Buch. Und ja, gucken wir einfach mal, was wir hier so alles noch finden. Unser Werkzeug in Grau, so ein bisschen Startergelumpe auf der anderen Seite. Und ja, die Farben und Verarbeitung. Boah! Gehen wir gleich ein. So, Müll ist Müll, kann weg. Gut, dann schauen wir uns doch mal die Facebolt des Spiral Fox an. Hier schön der Fuchs aufgedruckt in einem... Es ist auf jeden Fall ein Silbergrau, wobei es doch eine bläuliche Färbung noch hat. Also das sticht nicht ganz so extrem ab von der... Ja, mittelblau, tiefblau, transparenten Faceball. Aber schöne Farbe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, die hat so eine Tiefe, ne? Das ist echt klasse. Gut verarbeitet, wie immer. Bei der Faceball, das können sie. Dann haben wir hier das, den Energy Ring, ja. Den Fox. Auch in der, ja, gleichen Farbe, ist das richtig? Ja, in der gleichen Farbe. Auch so ein mitteltiefblau, transparent. Hier haben wir die Fox. Ja, ich gucke gerade, Entschuldigung, wenn ich so viel M sage. Das hat aber einen Grund. Nicht nur das Flugzeug, sondern halt auch, man sieht hier diese Einkerbungen. Also sprich, im Energy Ring hat man richtig auch so Löcher, so Gravuren mit drin, die richtig tief gehen. Ich hoffe, dass das nicht an Stabilität irgendwie kostet, aber es sieht cool aus. Hat mal eine ganz andere Oberfläche, finde ich gut. Von der Seite zu gucken, sehr unregelmäßig, zwar ähnlich auf einer Höhe, also nichts, was so extrem heraussticht. Aber, ja, das sind so eine Kugel- und Kantenform. Ich hoffe, die brechen nicht weg oder sowas in der Richtung, aber sieht gut aus. Ja, und von oben natürlich auch dieses gezackte Muster. Ja, deswegen auch ein bisschen mehr ein Angriffsbereich. Und, ja, da bin ich doch mal gespannt, wie sich das auswirken wird. Kommen wir zum Spiral. Spiral kennen wir. Ui. Ja, ein kleiner Grat dran gewesen. Finde ich ja nicht so schön, Hasbro. Schimpfe, schimpfe. Na, jetzt nicht zum Verletzen hier großartig, aber ich finde es unschön, wenn da so ein kleiner Grat dran ist. So, hier ist das Spiral auf jeden Fall. Sehr, sehr angriffslustig, wie man hier schon mit den Wellenformen sieht und so. Alter, diese Stelle nervt mich.
Vorstellen, wenn das noch spitzer gewesen wäre oder so, bei hoher Drehung. Hoi. Will ich mir gar nicht ausmalen. Ja, bei der Takaratomi-Variante hat man hier auch so Aufkleber reinkleben können und sowas, ne? Und es ist hier leider, sind hier wieder keine Aufkleber dabei. Ja, finde ich sehr schade. Nach außen wieder rund, ne? Klar, hier die Einkerbungen. Aber ansonsten halt, gerade wenn er angreift, irgendjemand von unten so tacken kann, dann ist natürlich diese Geschichte. Könnt ihr diese Kante sehen, die ich meine? Die ist da. So neben der Reflexion, da sah, wo die Reflexion gerade so lang hin und her wandert, da ist eine Kante. Also die nervt mich gerade extrem, ja, aber egal. Gut, kommen wir zum Spintrack, dem TR-145. Hier in einem, so eine Gescherfarbe, ne? In einem Pink transparent. Ich hoffe, kann man das richtig sehen mit dem Licht hier. So eine Hammerform. Auch hier wieder extrem gut verarbeitet. Mann, das stinkt mich an, aber richtig. Ansonsten hier relativ rund. Die großen Ausprägungen, wie man hier sieht, oder wie ich zumindest merke, entschuldigen, war so ein bisschen aus dem Bild raus, sind abrollfähig, denn es gibt hier drei Rollen, ja, an den großen Bereichen. Das sind die rollen natürlich jetzt nicht so gut, weil ich sie auf dem Kopf habe. Wenn ich es jetzt so machen würde, rollen die schon einiges besser. Wobei es ja auch egal ist, es geht ja darum, wenn sie eben halt mit dem Gegner in Kontakt kommen. Das kann man ja hier zum Beispiel sehen, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen einbauen würden. Ja. Kommen sie also mit dem Gegner hier in dem Bereich Kontakt, oder sind sie halt auf dem Arena-Boden. Ja. Dann können sie sich so ein bisschen abrollen. Ob das nun so viel bringt oder nicht, wie beim ED145, werden wir sehen. Auf jeden Fall doch mal nice. Und dann kommen wir zur bekannten W2D, die ja in der Metal Fury Saga doch öfter auftaucht. Das ist eine Farbe. Das ist so eine Farbe. Das ist so ein graublau transparent. Definitiv ist graublau transparent. Das wie die Form einer White Defense. Und hier aber leichte Einkerbungen. Und dann eine kleine Erhöhung, wieder eine kleine flache Ebene und dann eine Spitze. So, ich hoffe, man kann es gut sehen. Ich habe meinen Finger dahinter. Das ist eben halt die W2D. Finde ich auch ganz gut. Und ich denke, es wird höchste Zeit, dass wir mal schauen, wie der Spiral Fox sich hier in Wirklichkeit in seiner Laufspur schlägt. Und dann müssen wir einfach mal so einen gleichen Bay nehmen und mal testen, wie der mit dem hier so klarkommt. In einer der nächsten Kämpfe werde ich dann wahrscheinlich den Spiral Capricorn nehmen. Original Zusammenstellung. Ich habe den gerade momentan auseinandergeschraubt. Fällt mir gerade auf. Und dann werde ich den einfach mal so als Gimmick nehmen. Spiral Capricorn gegen Spiral Fox. Ui. Mal zu testen, so wie die restlichen Komponenten sich hier auswirken. Ja. So, fest ist es, hoffe ich. Ja. Gut. Okay. Ja, schade. Aufkleber gibt es wie gesagt nicht, also keine weiteren Verzierungen. Fragt mich nicht, was der misten soll, aber ich kann es halt nicht ändern. So, nehmen wir uns mal unseren Starter hier und ziehen erstmal einmal so ab. Ja, ist kraftvoll, der wiegt doch einiges. Nicht ganz so schwer jetzt wie Twisted Tempo oder Hades Curvex oder sowas, aber der hat schon ein bisschen Gewicht. Kann ein bisschen verdrängen. Hat eine ruhige Laufspur, aber bei der Spitze ist man ja auch gewohnt, dass, wenn sie in Schräglage kommt, auch mal doch ein bisschen wilder werden kann. Dann würde ich vorschlagen, schmeißen wir heute. Boah, ich habe keine Ahnung, was wir da reinschmeißen wollen. Machen wir einen Ray Striker rein, oder? Hier, so einen, der noch Aufkleber hatte. Hauen wir einen Ray Striker mit rein, komm. Ist ja kein Problem. Mal schauen, wie die beiden sich hier im Ripgrin Stadium schlagen. Ja, das waren nicht die ultimativen Angriffstypen, aber ist ja auch in Ordnung. Ein bisschen Ausdauer haben sie ja. Und wer kann hier gewinnen? Wer kann hier das Rennen für sich entscheiden? Also ich bin vom Spiral Fox eigentlich ganz gut angetan. Das ist ein schöner Bay.
Jetzt hat er hier anscheinend nicht so wirklich die großen Chancen. Ich kann es euch auch ehrlich gesagt nicht ganz genau sagen, woran das liegt. Vielleicht habe ich schlecht abgezogen. Vielleicht war es der falsche Bay. Oder vielleicht lag es nur daran, dass die Sonne eingestrahlt hat und Spiral Fox ein Nachttier ist. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir in den nächsten Kämpfen das genau sehen werden. Leute, verzeiht vormittags. Ich habe jetzt relativ früh heute ein Video aufgenommen. Aber hier fliegen die Flugzeuge lang, das ist ja der Wahnsinn. Das gehört ja zum Piraten-Style dazu. Ja, bis vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder weiß der Geier was. Oder vielleicht gibt es das Haus gar nicht mehr, wenn der Flughafen endlich geschlossen wird. Wir wissen es nicht. Ja, auf jeden Fall hier ein wunderbarer Kampf für Spiral Fox. Zweimal verloren, aber egal. Das kann sich ja noch ändern. Vielleicht gibt es da einfach nur noch andere Einstellmöglichkeiten. Also bei dem zwar nicht, aber vielleicht gibt es irgendeinen Gegner, den er gerne besiegt. Ja, gegen El Drago Destructor wird er auf jeden Fall gewinnen. Da gehe ich stark von aus. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Für einen Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Kommt auf die neue Seite www.derspielpirat.de. Ganz einfach, derspielpirat.de. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn er da in Zukunft auch ein paar Videos kommentiert. Ich stelle sie da alle hoch. Und dass wir uns da so ein bisschen eine Basis einrichten können. Denn das ist übersichtlicher als auf YouTube. Ansonsten findet ihr alle wichtigen Links sowieso im Abspann. Und bis dahin verbleibe ich, wa? Euer der Spielpirat.